Do you have any idea what it's like to take a man's life? I mean, really take his life up close and personal, to look him in the eyes. Bevor es losgeht, lass doch ein Like da. Und wenn du neu bist, Abo und Glocke nicht vergessen. Und jetzt viel Spaß. Haus der Notizen. Wie ich jeden Tag neue Schrecken fand. Eine Creepypasta von Sylvesters Bully. Sie fingen ganz harmlos an. Vergiss deine Schlüssel nicht, lautete die erste Nachricht, die in wirren Buchstaben auf einem Klebezettel gekritzelt war. Er war an meiner Kühlschranktür hinterlassen worden. Er erregte sofort meine Aufmerksamkeit, denn ich lebte damals alleine. Konnte mich nicht daran erinnern, ihn geschrieben zu haben, und die Handschrift passte nicht zu meiner, noch zu der von jemandem, den ich kannte. Ich war etwas beunruhigt, wusste aber nicht, wie ich reagieren sollte. Also warf ich den Zettel einfach weg und ging zur Arbeit. Der zweite Zettel kam ein paar Tage später und lag auf meinem Küchentisch. Der Zettel war dieses Mal rosa, hatte aber immer noch dieselbe unverwechselbare, krakelige Handschrift. Packen Sie heute unbedingt ein Mittagessen ein. Wieder war ich verunsichert. Jeder normale Mensch hätte dies der Polizei gemeldet, aber zu dieser Zeit durchlebte ich eine schwere depressive Phase. Ich war in eine neue Stadt gezogen, weit weg von meinen Freunden und meiner Familie, und hatte einen neuen Job angefangen, von dem ich schnell merkte, dass ich ihn hasste, dass ich nicht annähernd genug verdiente. Zu Hause war ich einsam und die Arbeit zermürbte mich. Ich hatte Mühe genug, jeden Morgen aus dem Bett zu kommen, ganz zu schweigen davon, eine Anzeige zu erstatten, die Polizei sicher nicht ernst nehmen würde. Noch mehr gestresst zerknüllte ich den Zettel. Schließlich packte ich mir ein kleines Mittagessen ein. Normalerweise mache ich mir nicht die Mühe und aß nur Kantinenessen, aber wider besseren Wissens erfüllte ich den Wunsch auf dem Zettel. An diesem Tag war die Cafeteria geschlossen. Der Hauptkühlschrank der Cafeteria war über Nacht kaputt gegangen und viele der tiefgefrorenen Mittagessen darin waren schlecht geworden. Die Geschäftsleitung hielt es für besser, die Cafeteria für diesen Tag zu schließen. Ein mulmiges Gefühl machte sich in meinen Magen breit, als ich diese Nachricht erfuhr. Es war, als hätte der Zettel es vorhergesagt. Die Notizen wurden in den folgenden Wochen fortgesetzt. In der Regel tauchten sie an zufälligen Tagen auf. Nicht mehr als 3 Notizen pro Tag. Sie wurden alle an offensichtlichen Orten in meiner Wohnung hinterlassen, alle auf Klebezetteln und in dieser ungewohnten, krakeligen Handschrift. Und sie begannen immer prophetischer zu werden. Nimm heute die Interstate 80. Auf dem Heimweg wird es einen schweren Unfall geben. Janet wird dir im Büro ein paar Kekse anbieten. Lehn sie höflich ab. Sie werden eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Marie hat eine Diät gemacht. Machen Sie ihr Komplimente zu ihrer Gewichtsabnahme. Sie wird am Ende gut von dir denken. Natürlich habe ich die Hinweise getestet, um zu sehen, ob sie zutreffend sind. Jedes Mal, wenn ich die Ratschläge ignorierte, wurde das, wovor sie warnten, wahr. Einmal stand auf einem Zettel, ich solle einen Regenschirm einpacken.
was ich absichtlich nicht tat. Für diesen Tag war sonniges Wetter vorhergesagt, sodass ein normaler Mensch nicht daran denken würde, einen Regenschirm einzupacken. Aber natürlich wurde ich am Abend auf dem Weg zu meinem Auto durchnässt. Ich war unheimlich neugierig auf die Notizen. Es gab so viele Fragen, die ich dazu hatte. Und diese unbeantworteten Fragen schwellten in meinem Kopf weiter. Ich versuchte auf Zetteln etwas zurückzuschreiben, aber ich bekam nie eine Antwort. Ich sprach laut und stellte Fragen, als ob der Schreiber des Zettels mich irgendwie hören könnte, aber dadurch kam ich mir nur dumm vor. Gelegentlich machte ich zu ungewöhnlichen Zeiten einen Überraschungsbesuch zu Hause, nur um zu sehen, ob ich den Zettelschreiber dabei erwischen konnte, wie er seine Notizen hinterließ. Natürlich habe ich ihn nie erwischt. Ich habe versucht, Kameras in meiner Wohnung zu installieren und sogar dafür gesorgt, dass alle Kameras vollständig versteckt waren. Aber am nächsten Tag fand ich das Innenleben aller Kameras herausgerissen und auf dem Küchentisch platziert, mit einem einzigen Zettel daneben, auf dem zu lesen war: »Mach das nie wieder.« Die Zettel kamen danach nicht mehr, was ich sehr bedauerte. Ich hatte mich an die Zettel gewöhnt. Ich hatte sogar begonnen, mich auf sie zu verlassen. Sie hatten mein Leben in den letzten Monaten geistig, finanziell und gesellschaftlich erheblich verbessert. Dank ihrer Ratschläge hatte ich sogar angefangen, im Büro Freunde zu finden. Und zum ersten Mal in meinem Leben war ich sogar ein wenig beliebt. Meine Vorgesetzten, die sich vorher nicht sonderlich für mich interessierten, schätzten nun meine Anwesenheit und fragten mich nach meiner Meinung zu Projekten. Es war kein Geheimnis, dass ich auf dem Weg zu einer Beförderung war. Könnte ich das ohne die Notizen noch schaffen? Ich schätze den Ersteller der Notizen auch als Freund, so seltsam das auch klingen mag, oder eher wie ein Schutzengel. Wo auch immer sie herkamen, sie haben mich immer beschützt. Ohne sie war die Zukunft plötzlich unbekannt, gefährlich. Jedes Mal, wenn ein kleines Ärgernis auftauchte, von schlechtem Verkehr über stressige Arbeitssituationen bis hin zu einem kleinen Papierschnitt, dachte ich daran, dass das alles wahrscheinlich hätte vermieden werden können, wenn ich die Notizen noch gehabt hätte. In der nächsten Woche erschien ein leuchtend grüner Klebezettel auf meinem Badezimmerspiegel. »Vergiss nicht, Mama heute anzurufen. Heute ist ihr Geburtstag.« Ich habe fast geweint. Ich beschloss, meine Nachforschungen einzustellen und die Dinge einfach so zu akzeptieren, wie sie waren. Langsam lichtete sich der Nebel meiner Depression und ich spürte, dass ich wieder so wurde, wie ich früher war. Mein Selbstvertrauen stieg. Und zum ersten Mal seit langem fühlte ich mich mit meinem Leben im Gleichgewicht. Ich ging aus, machte Witze und schaffte es sogar, meine Wohnung aufzuräumen. Ich schaffte es auch irgendwie, eine Freundin zu finden. Ihr Name war Amanda. Ich lernte sie in einer Kneipe kennen, als ich mit meinen Kumpels unterwegs war. Das Beste an der ganzen Sache ist, dass sie aus irgendeinem Grund tatsächlich auf mich zu stehen schien. Sie war umwerfend schön, eigentlich eine Nummer zu groß für mich, hatte langes, kastanienbraunes Haar, das ihr bis zum Rücken reichte und sanfte, braune Augen. Ihr Lachen war bezaubernd und das nach Zitrone duftende Parfum, das sie gerne trug, war berauschend. Sie war die Art von Mädchen, mit der man sich stundenlang unterhalten konnte und der nie der Gesprächsstoff ausging. Die Beziehung war noch neu, also versuchte ich nicht, unsere gesamte gemeinsame Zukunft in meinem Kopf zu planen. Aber sie war so liebenswert, dass es schwer war, das nicht zu tun. Irgendwann habe ich kurz darüber nachgedacht, ihr von den Notizen zu erzählen. Ich wollte schon immer jemanden davon erzählen, hatte aber bis jetzt noch niemanden, den ich es erzählen konnte. Ich beschloss jedoch, es nicht zu tun, weil ich Angst hatte, sie könnte mich für verrückt halten.
Es hatte keinen Sinn, sie so früh in der Beziehung glauben zu lassen, ich sei ein Verrückter. Außerdem hatte ich Angst, dass die Notizen wieder aufhören könnten, wenn derjenige, der sie hinterlässt, offensichtlich nicht wollte, dass ich sie mir ansehe. Wie würde er reagieren, wenn ich jemandem davon erzählte? Also behielt ich es im Moment für mich. Amanda kochte hobbymäßig und hatte mich am Samstag zu sich nach Hause eingeladen, um, wie sie sagte, die beste Spaghetti zu essen, die du je gegessen hast. Ich war aufgeregt, denn es war das erste Mal, dass ich ihr Haus besuchen würde. Ich war an diesem Abend gut gelaunt, als ich mich für die Verabredung fertig machte. Ich summte vor mich hin und dachte, wie schön es werden würde, ging die Treppe hinunter, um einen Schlüssel zu holen. Auf dem Küchentisch lag ein neuer, pinkfarbener Zettel. Ich hob ihn instinktiv auf. Töte deine Freundin. Mein Gehirn setzte für einen Moment aus. Ich las ihn noch einmal und noch einmal und ein drittes Mal, wobei die Worte in meinem Kopf aufblitzten, aber jedes Mal auf einen Fehler stießen. Ich legte den Zettel wieder hin und schluckte, weil mir übel war. Ängstlich ging ich zu meinem Auto und fuhr los. Ich versuchte nicht an den Zettel zu denken, aber die Worte kreisten ständig in meinem Kopf. Töte deine Freundin. Die Notizen haben mich bisher noch nie im Stich gelassen. Und sie waren immer in meinem besten Interesse, soweit ich wusste, was zugegebenermaßen nicht viel war. Vielleicht haben sie sich dieses Mal geirrt. Vielleicht war es nicht wörtlich zu nehmen. Töten könnte ein Synonym für Schluss machen sein, oder? Auf dem ganzen Weg dorthin versuchte mein Verstand, schlechte Ausreden zu erfinden. Als ich ankam, war ich schon völlig verschwitzt und kein bisschen ruhiger. Ich klappte die Sonnenblende herunter, um mein Gesicht zu untersuchen. Und ein leuchtend grüner Klebezettel flatterte heraus. Mir wurde kalt. Die Zettel waren noch nie vor meinem Haus aufgetaucht. Mit zitternden Händen hob ich den Zettel auf und las ihn. Töte Amanda. Nimm die Pistole aus deinem Handschuhfach und erschieß sie. Ich schaute mit großen Augen auf mein Handschuhfach. Ich bewahrte tatsächlich eine Handfeuerwaffe in meinem Handschuhfach auf, aus Sicherheitsgründen. Ich wollte kotzen, um zu glauben, dass das nicht wahr ist. Wieder ignorierte ich die Notiz und ging zu Amandas Haus, um die Nachricht aus meinem Kopf zu vertreiben. Sie öffnete die Tür fast sofort, nachdem ich geklingelt hatte. »Hey, was gibt's?« sagte sie mit einem strahlenden Lächeln. Aber als sie mein Gesicht sah, verschwand das Lächeln. »Alles in Ordnung, Gary? Was ist los?« sagte sie besorgt. »Nichts.« Ich log, versuchte ein Lächeln zu erzwingen. »Nun, ich glaube, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen.« »Komm rein, komm rein«, sagte sie und führte mich herein. Das Innere ihres Hauses war niedlich und gemütlich, und sie blickte mich besorgt an, während sie mich zu ihrem Küchentisch führte. Dann nahm sie meine Hand und streichelte sie tröstend. »Wenn du keine Lust auf Spaghetti hast, können wir sie immer noch ein anderes Mal essen. Mach dir keine Gedanken darüber. Willst du ein Atacidum oder etwas anderes?« Ich lächelte. Die Art und Weise, wie sie sich wegen eines einfachen Magenleidens um mich sorgte, brachte mich dazu, mich von Neuem in sie zu verlieben. Mein Herz pochte sowohl vor Liebe als auch vor Schuldgefühlen. Der Geruch von gekochter Spaghetti war auch sehr stark. Und obwohl sie sagte, dass es ihr gut ginge, wusste ich, dass es für sie wahrscheinlich eine Katastrophe wäre, die ganzen Spaghetti wegzuschmeißen, nachdem sie sie gerade erst gemacht hatte. »Mir geht's gut, Schatz. Ich habe wahrscheinlich Bauchschmerzen, weil ich heute nicht viel gegessen habe. Ich habe mich so sehr auf deine Spaghetti gefreut.« Ihr Lächeln kehrte wieder zurück. Ich fand es immer toll, wie schnell sie lächelte. »Na dann, Mr. Hungrig, ich hol dir eine Schüssel.« Sie ging in die Küche. Ich lehnte mich zurück und seufzte, steckte die Hände in die Taschen und spürte ein Knistern von Papier. »Shit. Shit.« Ich zog das Papier aus meiner rechten Tasche. »Nimm deinen Stuhl und schlag ihr den Schädel ein.«
Es fiel mir schwer, meinen Atem zu kontrollieren, als ich den Zettel wieder in meine rechte Tasche steckte. Ich spürte auch in meiner linken Tasche ein Papier. Und obwohl mein Verstand mir sagte, ich soll es nicht tun, zog ich ihn heraus und stellte fest, dass es eigentlich zwei zusammengeknüllte Zettel waren. Zittrig entknitterte ich den ersten Zettel. Iss nicht die Spaghetti. Sie enthalten Drogen. Was ist das, Gary? Fragte Amanda hinter mir. Ich sprang fast aus der Haut. Ich stopfte die Zettel zurück in meine linke Tasche. Oh, nur ein Zettel von der Arbeit, den ich in meiner Tasche vergessen hatte, das ist alles, sagte ich mit verstellter Stimme. Sie runzelte die Stirn, sah aus, als wollte sie etwas sagen, überlegte sich dann aber alles anders. Hier, Babe, sagte sie sanft und reichte mir eine Schüssel mit Spaghetti. Es sah himmlisch aus, aber ich wollte kotzen. Sie setzte sich mit ihrer eigenen Schüssel neben mich. Sie stützte ihren Kopf in die Hände und sah mich erwartungsvoll an. Ich starrte sie ausdruckslos an. »Nun nimm ein bisschen, Dummerchen«, sagte sie und deutete auf meine Schüssel. »Es tut mir so leid. Ich muss wirklich mal auf die Toilette.« Ich sprang auf und machte mich auf die Suche nach ihrem Bart. Sie sprang hinter mir auf und sah verwirrt aus. »Gary, was ist denn los? Du verhältst dich so komisch.« Als ich die richtige Tür gefunden hatte, ging ich hinein und schloss sie hinter mir ab. Amanda klopfte und klopfte weiter. »Gary? Gary, ernsthaft, was ist los mit dir? Ist das Bauchweh so schlimm? Rede mit mir, Gary, bitte.« Ich lehnte mich mit dem Rücken gegen die Wand des Badezimmers und ließ mich dann auf den Boden sinken. Ich holte die beiden Zettel wieder aus meiner linken Tasche und las diesmal den zweiten Zettel. Mein Herz rutschte mir in den Magen. Auf dem zweiten Zettel stand: Sie ist nicht Amanda.